Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to, ich mach den Baum platt, to die. Wir werden uns heute ein bisschen Holz besorgen, also ich habe schon ein bisschen angefangen, aber es reicht uns immer noch nicht, weil heute ist angesagt, dass wir das hier oben fertig machen und dann eben halt die Spikes. Wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen vorgewerkelt. So, ja, schon ein bisschen Beton, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe nämlich schon ein bisschen vorprochiert. Der Ganges da unten, der ist schon breiter. Sagen wir mal so. Ich habe schon wieder Dinge gehört. Und ich habe erst mal ein paar Sekunden angefangen zu spielen. It läuft. Gut, kann man mal machen. So, wir werden nämlich hier so eine Geschütztürme hinbauen. Schwebende. Denn das funktioniert nämlich immer noch. Wenn man das richtig macht. So, warte, ich setze das hier ran. Das müsste reichen. Ja. Ja, vor allen Dingen messe ich jetzt hier ab und dann halte ich mich eh nicht dran. Alle Blödsinn. Blödsinn. So. Man gehe hier einen rauf, setze einen Block hier hin und mache das weg. Und er hat sich, weil man bloß eine Tür gesetzt hat. Und macht das nochmal. Gut. Man nehme eine zweite Tür, setze sie. Drehe sie und setze sie oben rauf. Setze einen Block und hast die Tür mit voller Inbrunst. Tada! Es schwebt immer noch, von wegen Bugfixigen. Am Puppis! Und es schwebt immer noch. Sprachfehler. Es schwebt immer noch. So. Zu wenig Blöcke. Was ich mitbekommen habe, also die ersten drei Blöcke, zwei Blöcke könnte ich so ja wegnehmen, das würde ich einstützen und den dritten Block hat der Bums gemacht. Gut. Okay, ich habe das jetzt auch noch nie aufgewertet. Ich weiß bloß, dass es weiter schwebt. Ah. Ich verstehe, was du meinst. Aufwerten kann man das nicht. Aber hier schwebt es, hast du es gesehen, ne? So, Kack. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt das nicht aufwerte? Oder ich werte das auf und baue das danach ab? Das können wir auch nochmal ausprobieren. Ich werde mich wahrscheinlich schon wieder auf den Arsch setzen. Aber das mache ich für euch gerne. Ich setze mich immer gerne auf den Arsch. Naja. Gut, versuchen wir nochmal. Mal nehmen einen Block. Setz sie. Sitzt du? Er sitzt. So, ich werte das nämlich gleich auf. Ich bin quasi ein aufwertender Typ. So, und setze das erstmal darauf und dann werte ich das auf. Und dann reiße ich das erst ein. Ha! Spiel, du kriegst mich nicht klein. Erstmal. Wenn es jetzt nicht funktionieren tut, dann ich wollte euch bloß zeigen, dass es nicht mehr funktioniert. Aber ich habe das eben vorhin auch noch mal testen. Okay, was heißt vorhin? Ist schon eh 2 Tage her. Da seht ihr, es schwebt immer noch. Das ist der Beweis. Der Preis ist heiß. Aber jetzt kann ich nur schwer da unten ransetzen, ne? Das hätte ich vorher machen sollen. Ich hält. Aber ihr seht, Türen so lange dran lassen, alle in Ordnung. Sobald er das wegreißen tut, kacke. Ja, aber wir können eben halt lernen. Wir sind lernfähig. Ein bisschen. Jetzt da, genau, dann mache ich das andere hier auch nochmal so. Dann sieht es doch ein bisschen dreh schicker aus, wisst ihr? Vorausgesetzt, man macht das richtig. Und nicht das, was ich hier mache. Und nochmal, oh, es hat funktioniert. Es funktioniert. Ab und zu. Ich kopiere das nochmal. Copy and paste. So. Dann machen wir hier noch Schrägen ran. Dann sieht das wenigstens nicht so kacke aus.
bilde ich mir jetzt ein. So. Gut, das ist natürlich richtig gut, dass ich das jetzt so drehe. Ja, ja, so zerbröselt der Keks. So sieht er denn fast aus, wie ihr wollt, wisst ihr? Es war noch richtig, Karbin. So, jetzt. Dann kommt noch in der Mitte ein Block drin und dann ist es gut. Das müsste funktionieren. Hältst mich nicht? Ich brauche alle seine Zeit. So, pass auf. Und jetzt einen Block aufwerten. Bum, 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 bum. Es lebt noch. Es lebt immer noch. Und ist kaputt. Ja. Der Dumme ist, ich kann das dann nicht mehr aufwerten, weil auf Stein oben. Ich glaube, ich kann das oben dann nicht mehr aufwerten. Und quasi, wir können uns jetzt hier hochbauen, können dann Badabum da oben hochsetzen. Das da hinten mit Strom verbinden, das müsste eigentlich funktionieren. Oder ist das schon zu weit weg? Wenn nicht, dann setze ich in Luft ein paar Blöcke rein. Ich würde Bugs nie ausnutzen. Von wegen, das funktioniert nicht mehr. Wenn 7 Days Schöpfer sagen, heute wird ein schöner Tag, guckt aus Fenster raus. Bin ganz froh, dass es nicht funktionieren tut. Also, dass es gefixt haben. Naja. Oh, die Ausdauer. Die Ausdauer. Es ist die Suppe. Hä, was ist das da? Sorry, ich habe gestern Roger Rabbit geguckt. Oh, das muss eh mal ein Jahr sein. Ja, die Ausdauer ist jetzt nicht das Wahre gerade. Ist aber kein Problem. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ist ja gerade mal der 10. Ich will bloß ein bisschen vorproduzieren, dass wir dann ein bisschen unterwegs sehen können. Also wenn es klappt, wenn es funktioniert. So, dass wir losgehen können. Alles ist fertig. Alles ist gut. Wir können keinen Stress und so, ne? Das ist der Plan. Den wir haben. Obwohl. Ich hab grad so eine Idee. Wir können ja eigentlich schon einen Geschützturm bauen. Wenn wir Stahl hätten. Und zwar das für die Schrotze. Ich glaube, das ist ja nicht mehr so eine schlechte Idee. Und wie gesagt, mit den Looten, den Skill, den werde ich noch machen. Aber erstmal möchte ich besseres Werkzeug haben. Und zur Not, wir finden so viele, wir können auch rufen. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich kenne den Skill, keine Ahnung. Jedes Mal aufs Neue vergesse ich den, die verdränge ich immer. Das ist schon fast ein Running Gag, ist das da. Und immer habe ich so eine Leute, die mich daran erinnern. Ja, ja. Und das ist jetzt nicht hier so, das meinte ich wirklich. Weil du kannst ja ab und zu mal ein paar Sachen vergessen. Das ist ja, ne, vergessen ist menschlich. Boah, ne? Timber! Das war schon. Der Kratzer. Ach, übrigens, ich versuche mir ein bisschen... Bis jetzt müsste der eigentlich funktioniert haben. Ich habe nämlich jetzt gerade bei mir V-Sync aus. Jetzt vielleicht noch ein paar so eine Schmieren drin, ab und zu. Aber ich habe das gemacht wegen die FPS, ne? Also ich habe jetzt, ihr seht es, jetzt habe ich 80. Aber ich habe da hinten 120 gehabt. Ist ein Unterschied zwischen letztes Mal und zu 60. Aber im Teil, die Flacker, das sieht ihr nicht. Auf den Sack. Naja.
Das ist eben halt so, ne? Man kann nicht alles haben. Man kann alles wollen, aber nicht alles haben. Eigentlich haben die Spikes Vorrang, ne? Warum meinten jetzt hier das? Achso, ich wollte dir ja bloß zeigen, dass es noch funktionieren tut. Aber erstmal machen wir die Spikes. Spikes. Ich sag mal, 95 müssten reichen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Aber ich brauche noch ein bisschen Holz, um aufzuwerten. So viele Spikes. Wenn immer aus Eisen wäre. Aber wie gesagt, wir können ja, also ich kann ja später noch ein bisschen Eisen klatschen gehen. Offline, muss ich mal kicken, wie ich das mache. Und quasi dann die, wie immer, die ersten zwei, drei Reihen aufwerten, so, ne? Eben halt Stück für Stück. Ganz normal, wie immer. Man kennt es ja. So. Aber die 95 müsste doch schon wieder fast reichen, oder? Wo ist denn jetzt der Hammer hin? Ach, da. Ich würde sagen, die 95 Spikes, die reichen schon vollkommen aus. Um die ganzen Lücken hier zu schließen. Ja, ja. Ich glaube, das könnte reichen. Trollala. So, jetzt muss ich bloß vorsichtig sein, dass ich hier meinen Hinternäh aufreiße, wie letztes Mal. Offline. Alter, bin ich. Ich konnte jedes Mal hier Villa all aufwerten, weil ich jedes Mal hier so einen Spike mitgenommen habe. Ja, ja. Da unten hätte ich das da ja nicht machen brauchen. Da kommt da eh die Schrie ran. Gut, eher heil. Ich wusste es. Mein Hintern ist schon so abgehärtet, ich kriege schon ja keinen Schaden mehr. Und schon will er. Ich sage es euch. Normalerweise hätte ich jetzt schon Schaden gekriegt. Ja, ja. Das ist wie so eine alte Schorfwunde, mein Hintern. Macht das jetzt auch nicht gerade besser. Ach, ist das schön. So, gut. Dann kommen hier noch ein paar hin. Dann sind wir hier auch so weit durch. Denn nur seitlich. Ja, so viele brauche ich doch denn ja nicht. Ich mache ja mal jetzt bloß 20 Stück. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden noch zwei Stück brauchen, aber ich brauche doch nicht so viele. Glaub ich. Ich kann mich aber auch täuschen. Weil da hinten ist ja auch noch eine ganze Kluft drin. Eine ganz schöne Klüfte. Klüfte. Da haben sie ganz schön gewutet. So, mal, das muss noch repariert werden. Das auch. Aber trotzdem. Wir sind ja nicht so schlecht. Kabin. Ist erst die zweite Horde. Wie ist das schon, ne? Lass mir doch wenigstens die eine Hoffnung. Ich hab doch nicht viele Hoffnung. Ups. Ach, ist ja... Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Scheiß Ding. Ich hasse das. Jedes Mal aufs Neue. Zweimal rupse mit dem Arsch alle weg. Da passiert überhaupt nichts. Und eh mal falsch angekickt. Flup. Arsch ab. Ja, ja, ja. Und noch ein. Schön. Und noch mal drehen. Und noch ein. Schön. Hier glaube ich, zwei brauche ich noch. Schabupp. So, und advanced. Advanced. Mhm. So. Gut, hier ist auch noch... Okay. Gut, ein, zwei Stück mehr brauche ich schon. Es wird eigentlich Zeit, drin zu gehen. Aber ich werde fertig machen.
Werde ich das bereuen? Wahrscheinlich. Ist das sicher? Keine Ahnung. So, na komm. Hä? Achso, das geht nicht wegen die Blöcke. Die ich immer noch nie weggerissen habe. Fertig. Ups. Oh, Alter, der Husten, der bringt mich um. Und nein, ich bin eigentlich nicht Raucher. Aber ich glaube, meine Lunge ist schon so geschädigt. Ich bin nicht so, ich brauche den Rauch. Nee, natürlich nicht. Rauchen ist ungesund. Fangt erst ja nie damit an. Also, falls ihr noch nicht rauchen solltet. Ja, darauf nicht gehen sehen. Kostet halt nur Geld. Ne? Aber man sollte sich, man sollte selbst entscheiden, ne? Will auch Kinderin reden, ne? Naja. Jo, dann haben wir das da erstmal soweit eigentlich fertig. So, Spikes. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diesen. Ach, das ist mittig, genau. Die brauche ich. Das dürfte gerade so reichen. Nicht. Überhaupt nicht. Das wird überhaupt nicht reichen. Und übrigens, ich habe das hier zugemacht. Das muss reichen. Ich wollte eigentlich noch ein Stück rausgehen. Weil ihn, das ist ganz schön wenig. Aber hat mich dann doch dagegen entschieden. Weil wir hatten ja hier diesen Viertelstab drin. Fand ich kacke. Fand ich maximal kacke. Deswegen ist es weg. So. Gut, wie viele haben wir denn? 23 Stück schon. Boah, krass. Kopieren. Genau. Na. So, und eh mal daran. Das müsste hinhauen. Genau. Na. Da ist Minecraft ein bisschen besser. Da ziehst du eh mal lang, dann hast du fertig. Ich glaube, das geht hier nicht. Nee. Oh, zum Glück hat das gleich so funktioniert. Also, ich hätte beinahe einen Fehler gemacht. Das Dumme ist natürlich jetzt, muss man ja nebenbei mal erwähnen, muss ja alles noch auf Eisen aufgewertet werden, ne? Gut, später hast du nichts anderes zu tun. Weil ist ja soweit halt fertig. Aber bis das soweit ist, holla die Waldfee. Oh, muss sie wegkloppen. So, ich will eigentlich die Axt ja nicht mehr so aufwerten. Das habe ich eigentlich ja nicht vor. Mir fehlt bloß ein bisschen Eisen. Dann würde ich mir nicht hoch eine andere Axt machen. Ah, mein Ohr, es juckt. Ah, Schmerz. Ohr. Im wahrsten Sinne des Wortes Ohr. Gut, das wird nicht reichen. Gut, ich könnte das noch einschmelzen, das wird aber nicht viel. Das schmelze ich überhaupt nicht ein. Ich hab erst mal gesehen, was das mir bringt. Oh, Alter, die Ratschen, die sind doch nicht gerade günstig. Das ist kacke. Gut. Ich könnte da unten ringehen und dann wäre das Problem auch gelöst, aber... Ich könnte auch den Hammer einschmelzen, weil ich habe ja auch einen Grünhammer. Stimmt ja. Ich glaube, das werde ich mal tun. Der ist schicker. Der ist so schön grün. Habe ich hier noch irgendwas, was ich einschmelzen könnte, was Eisen geben könnte? Vollautomatisch. Ach so, geht ja nicht. Shit. Da war ja was. Gut, ich hoffe, dass wir noch... Wenn ich das einschmelze, ich weiß nicht. Warte mal, was brauche ich denn? Ich glaube, ich brauche für die Axt auch... Ach so, ich habe hier schon für Karre angefangen, ne? Die Axt. Auch 60. Prost, Mahlzeit.
Das ist ganz schön fleriemnet. Naja, erstmal nicht. Ich weiß auch nicht, was wir bekommen. Wenn ich jetzt die Axt auch einschmelzen würde. Aber auf jeden Fall 60 insgesamt. Shit, nee, kommen wir nicht hin. Da beißt die Maus den Faden nie ab. Nee, nee. Bitte machen wir erstmal das hier weiter. Bringt ja alles nichts. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu der Alpha 18, na okay, da haben sie auch angekündigt, dass es schwerer sein wird. Ist das schon eine Hausnummer? Also bist du da, okay, wenn du natürlich wirklich alles so questmäßig machen tust, dann hast du natürlich keine Probleme. Aber wenn du jetzt wirklich nur so auf Survival-mäßig spielen tust, kann das schon eine Weile dauern, bis du alle zusammenkriegst. Ja, vor allen Dingen, wenn du so spielen tust wie ich. Oh ja. Es dauert halt so lange, wie es dauert. So, fertig ist. So, dann schmeißen wir das noch. Ne, wir fangen hier an. Ich durfte bloß nicht zu weit laufen. Dann haben wir ein Problem. Ein ziemlich spitzes Problem. Und ich muss das unbedingt dann auch, wie gesagt, auf Eisen aufwerten. Weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal Spucker kommen. Die auf jeden Fall kommen werden. Und ich habe das dann immer noch nicht aufgewertet. Und dann liegt irgendwann mal da unten. Und sage, hallo, na, wie geht's denn so? Sind sie denn öfters hier? Ganz schön spitze Sache hier. Echt jetzt? Hä? Achso, ich habe mich gerade hoch, runter, links, rechts gebackt. Versuchen wir doch mal. Gut, das war gut. Ich hasse, wenn der immer so hoch flippen tut und in dem Moment, wenn der drücken tust, ist es richtig Scheibenkleister. So. Gut, aber wenn wir das hier jetzt fertig haben, haben wir wenigstens erst die erste Miete soweit fertig. Dann haben wir bloß noch das Lustige bauen. Buddeln. Ich werde auf jeden Fall wieder buddeln unten. Was habt ihr denn gedacht? Ich glaube, ich werde... Ich hatte damals, wo ich ganz... keine Ahnung, Alpha 16 oder 15, ich weiß es nicht mehr. Hatte ich wirklich mal so Moria unten nachgebaut gehabt. So richtig mit Säulen und so richtig... Also das, was wir letztes Mal gebaut haben, das ist Pillepalle. Also das war richtig extrem groß und so. Ich glaube, das existieren so ja noch Bilder von auf Steam. Also, wenn man bei mir mal kurz reingucken tut, ich glaube, die Bilder müssen ja öffentlich sein. Müssten eigentlich. Und da müsste eigentlich Moria, also die Anfangszeit, noch drin sein. Und das ist schon eine Hausnummer gewesen. Also von der Größe her. Ich sag mal so, das war so groß gewesen. Also das, was ich letztes Mal gebaut habe, das hätte da zweimal reinpacken können. Und das ist noch nicht mal übertrieben. da habe ich mich auch noch nicht alleine gespielt gehabt. Da hatte ich Hilfe gehabt. Ein bisschen. Aber naja, wie dann meistens so kommen tut, keine Zeit mehr und so, Kinder. Ja, ja. Weggezogen. Naja. Man kennt es ja. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich ja auch nochmal für uns so einen Server aufstellen. So richtig, ne? Dann habe ich die Preise gesehen. Tut mir leid, das kann ich erstmal noch nicht machen, ne? Also wenn, dann will ich einen vernünftigen Server, ne, zwar jetzt nicht übertrieben vernünftig, aber ich möchte dann schon mindestens 1-2 Leute mit drauf haben, ne. Bringt ja nichts, wenn du einen Server machen tust für 3-4 Leute. Nee, nee, das will ich nicht. So, das war's.
Mehr ist nicht. Gut, ich könnte das noch ein bisschen scrappen. Dann mache ich das auch noch clean. Dann kriege ich noch ein bisschen Holz raus. Dann könnte das reichen. Aber wie gesagt, also mit den Servern, das ist nicht vergessen. Also das habe ich immer noch im Hinterkopf. Nur das dauert ein bisschen. Ne? Also das wird dieses Jahr nicht. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, passiert irgendein Wunder. Aber irgendwann mal wird es einen großen Server geben. Irgendwann fange ich zu fliegen an. Wie gesagt. Aber das hat man ja schon mal besprochen gehabt. Ja, ja. Da ist das Ende. Oh. Das ist ja jetzt doof. Ach, ist da was? Shit drauf. Ich werde das jetzt wegmachen. Und das passt ja trotzdem nicht. Ich habe eine Idee. Wartet mal kurz. Ich habe ja da noch ein Öfchen. Geh mal bitte aus. Hab noch nicht alle verbrannt. Oh, wow. Gut. Es ist jetzt weniger übrig geblieben, als ich erhofft habe. Habe ich denn hier noch... 16? Ja, in der Not frisst der Teufel Fliegen, ich weiß. Das ist nicht so gut, wa? Gut. Es muss reichen. Erstmal, Alter, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht abschmiere. Immer... Du bist doch ein Penner. Ich hab die doch gerade erst aufgewertet. Ist das eine Wanderrohr oder ist der jetzt einzeln? Gut, bringt Feller die Taschenlampe. Ist Mordsstrahler. Das sage ich euch. Gut, das reicht so, ja. Mhm. So. Gut, machen wir das jetzt noch ran und dann ist es gut. Es hat funktioniert. Es hat gereicht. Ich kann das wegmachen. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal ein kleines Folgenpäuschen für heute. Und morgen machen wir dann weiter, werten wir das ein bisschen auf. Und dann machen wir noch eine kleine Tour und dann ist ja auch schon wieder Horde, wa? Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn nicht jetzt der Burner war. Aber naja. Kann eh alle Tage haben sein, wa? Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.